Großbauarbeiten in der Hamburger Europapassage. Innensenator Michael Neumann und Olympiasieger Christian Blunk legten Hand an, um das Olympiastadion des Miniaturwunderlandes um einen Rang zu erweitern. Die Bürger der Stadt konnten hier ihre Unterstützung für eine Olympiabewerbung 2024 bekunden. Für den Innensenator eine Bestätigung der Hamburger Bemühungen. Es ist ja so, dass das Konzept, das wir bisher vorgestellt haben, das wir entwickelt haben, noch auf keinerlei Kritik gestoßen ist. Es gibt die Kritik und die Nachfrage, was olympische und paralympische Sommerspiele in Hamburg kosten werden. Und es gibt Kritik am IOC. Aber auch da, glaube ich, ist das IOC auf einem guten Weg und hat damit die Möglichkeit, nicht nur Beschlüsse zu fassen, sondern mit unserem Konzept das Ganze auch in die Realität umzusetzen. Von daher ist unser Angebot, unsere Bewerbung eigentlich ein Angebot, das das IOC nicht ablehnen kann. Seit Anfang Dezember haben 50.000 Bürger und Bürgerinnen ihre Figur in dem Stadion platziert, als Zeichen ihrer Unterstützung. Auch Christian Blunk, 1992 Hockey-Olympiasieger, sieht in einer Bewerbung Hamburgs große Chancen für die Zukunft der Stadt. Die Menschen in der Stadt sind in diesen zwei Wochen einfach unglaublich begeistert, unglaublich freundlich. Es ist eine Hilfsbereitschaft da. Die ganzen Volunteers, die ja auch viel aus der eigenen Stadt kommen, die einfach diese Begeisterung an die Zuschauer weitergeben, an die Menschen, die einfach nur kommen, um sich dieses Erlebnis einfach mal zu geben. Das kann man einfach nur positiv heißen. Und deswegen möchte ich den Kritikern einfach sagen, sie möchten dieser Stadt einfach die Möglichkeit geben, dafür zu sein und den Menschen in dieser Stadt diese Möglichkeit zu geben, das einfach mal zu erleben. Miniatur-Wunderland-Gründer Frederik Braun hat sich intensiv mit dem Konzept beschäftigt. Für Hamburg, so Braun, spreche eine Vielzahl von Argumenten. Dass das meiste Geld gar nicht von Hamburg gezahlt wird, sondern von Bund und von IOC. Dass das Geld, was letztendlich an Hamburg hängen bleibt, letztendlich Infrastruktur ist, also wovon wir über Jahrzehnte profitieren werden. Schulen werden verbessert, die Sporthallen werden verbessert, Breitensport wird verbessert. Wir haben eine tolle Infrastruktur. Es ist letztendlich in der Welt ein ganz anderes Bild von Hamburg, was hinterher gezeigt wird. Das sind alles Dinge, die auf der positiven Seite stehen. Mitte März wird der Deutsche Olympische Sportbund entscheiden, ob er mit Hamburg oder Berlin in das Rennen um die Spiele geht. In einer Umfrage im Februar können die Hamburger ein Zeichen setzen und sich für diese Idee begeistern. Dann könnte dem Modell bald der Bau des echten Olympiastadions folgen.